Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sack McCracken. So, ich will heute viel schaffen, deswegen legen wir gleich los. Ich mache meinen Guide auf dem Tablet noch schnell an und dann starten wir. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Sack McCracken. So, jetzt schauen wir mal kurz in den Guide, ob wir beim letzten Mal alles gemacht haben. Wohnzimmer, okay. Nun gehen wir zur Bäckerei, klingeln dreimal, kriegen Brot. 14. Straße, Taucheranzug, Werkzeugkasten, Golfschläger, Hut, Nasenbrille, Gitarre, Haarsalon, Haarnadel. Zurück in die Wohnung öffnen wir, ach so genau, wir müssen in die Wohnung. Mit dem Schraubschlüssel. Das Rohr unter der Spüle. Benutzen. Schraubschlüssel. Genau, dann benutzen wir, wenn mich nicht alles täuscht, das Brot. Wo ist es denn? Ah, hier trockenes Brot. In der Spüle. Na? Und schalten hier ein. Und schalten wieder aus. Und nehmen die Brotkrumen. Sehr gut. Okay. Also. Außerdem schaue ich mal noch schnell zurück in der Wohnung. Öffnen wir mit einer Spüle, Brot, Schalter, Müllschlucker, praktische Brotkrumen. Die zur Lösung des Spiels benötigt werden. Also Vorsicht, dass du sie nicht wegspielst. Dass das Spiel das erlaubt, ne? Ah, das ist so ein gemeines Trial-and-Error-Spiel. Wie viele Kinder damals in den 80ern, frühen 90ern wahrscheinlich dadurch in den Wahnsinn getrieben sind und das 100-mal neu gestartet haben. Aber dadurch entstand halt damals auch im Grunde mehr Spielzeit. Und man hatte damals auch noch die Geduld, also auch ich als Kind hatte einfach noch die Geduld, mich stunden- und tagelang mit irgendwelchen Spielen zu beschäftigen, die das eigentlich gar nicht hergeben. Und man macht immer wieder das Gleiche und entdeckt jeden Winkel und eigentlich war das schön, dass man sich so in ein Spiel hinein vertiefen konnte. Das kann ich heute überhaupt nicht mehr. Sowas wie, dass ich jetzt hier das Ganze nochmal machen muss, ist für mich mittlerweile einfach nur noch die absolute Hölle. Oh. Wo ist denn... Ich dachte, wir hätten auch ein Werkzeug, mit dem wir hier den Boden schon öffnen können, aber vielleicht geht das noch gar nicht. Na, dann schauen wir mal weiter. Leider wurde Zack der Telefonanschluss gesperrt, weil er seine Rechnung nicht bezahlt hat. Praktischerweise befindet sich die Gesellschaft unter seiner Wohnung. Der Betrag ist enorm, doch wenn du Hut und Nasenbrille aufgesetzt hast, wird die Rechnung aus irgendeinem Grund annulliert. Ebenfalls bei der Telefongesellschaft kannst du noch ein Bewerbungsformular für den Fanclub des Kings. Ah ja, das müssen wir jetzt machen. Na dann, ich kann die Tür nicht benutzen. Ah, jetzt. Okay, und danach geht's zum Flughafen. Alles klar. Okay, dann machen wir das. Also, gehen wir noch zur Telefongesellschaft. Hallo. Dann benutze ich mal den Computer. Ja, jetzt ist meine Rechnung auf Null. Ich stempel sie ab und lasse sie hier. Ich weiß gar nicht genau, warum das eigentlich wichtig ist. Ich überlege gerade, warum man das eigentlich machen muss. Interessiert mich meine Rechnung denn überhaupt wirklich? Hat das Konsequenzen, wenn ich die nicht zahle? Naja, Bewerbungsformular. Jetzt benutze ich mal... Das könnte ich doch eigentlich jetzt schon machen. Das sagt mir der Guide auch jetzt gar nicht an der Stelle. Aber ich könnte doch jetzt schon mein Bewerbungsformular... benutzen mit dem gelben Buntstift, oder?
Genau, jetzt ist sie ausgefüllt. Und jetzt können wir die doch schon in unseren Briefkasten legen. Damit wir gleich Mitglied werden. Okay, cool. Na dann. Dann gehen wir jetzt mal zum Busfahrer und tröten dem was Schönes vor. Benutzen. Tröte. Na also. Ich weiß eh nicht genau, wie der auf der Tröte überhaupt wirklich ein Lied spielen kann. Das Ticket ist für den Flughafen, ne? Dann benutze ich jetzt meine Cashcard. Achso, die Tür ist noch nicht offen. Okay. Was müssen wir hier gleich nochmal machen? Gehe, gib Cashcard. Kostet $42. Ja, zuvor kannst du dem Freak aber noch die Cashcard geben und das Buch des Gurus kaufen. Cool. Na dann. Ne, dann müssen wir gar nichts benutzen, ne? Dann gehen wir jetzt einfach mit unserem Ticket, das wir eh schon haben, hier hin. Sie sind spät dran. Ist aber nett, dass die auf uns warten, oder? Wer hätte das gedacht? Ah ja, das Ei kommt in die Mikrowelle jetzt. Stimmt. Ob ich das noch hinkriege. Ich denke schon. Jetzt öffnen wir die Tür. Ich gehe da rein. Ich nehme das Klopapier hier. Ich benutze das Toilettenpapier mit der Spüle. Und jetzt benutze ich die Spüle. Nee. Ich öffne die Spüle. Ich schalte ein. Genau. Jetzt, wenn es überläuft, benutze ich dann den Rufknopf. Aber ich warte noch, bis es wirklich übergelaufen ist, oder? Okay. Das heißt, die dürfte jetzt erstmal beschäftigt sein. Und während die das repariert... Oh nein, was für eine Schweinerei. So, benutzen wir das Ei in der Mikrowelle. Come on, muss man alles selber machen. Machen wir die Mikrowelle auf. Ist jetzt offen. Ja. Und jetzt benutzen wir nochmal das Ei in der Mikrowelle. Einschalten. Sehr schön. Und jetzt können wir hier alles öffnen und mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was eigentlich, ne? Feuerzeug und Sitzkissen, das ist schon mal gut. Ich glaube, die Gepäcke hier kann ich hier alle gar nicht nehmen. Und ich weiß auch gar nicht, aber ich schau mal nach. Was ist denn das da? Ah, Sauerstofftank, genau.
Feuerzeug, Sitzkissen, Sauerstofftank, ne? Sonst hatten wir, glaube ich, nichts. Ich glaube, das passt jetzt. Ich schau mal kurz im Guide, aber die Zeit vergeht jetzt hier, weil wir fliegen noch oft genug. Das Ticket nach Seattle haben wir bereits vom Chef bekommen. An Bord kostenlose Erdnüsse. Wirklich? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Na gut. Bla 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 bla. Toilette, Spüle verstopfen, Rufknopf. Ein, die Mikrowelle legen, Ei fertig. Ruhe, die Gepäckfächer durchsuchen. Eines enthält einen Sauerstofftank, den wir später gut gebrauchen können. Außerdem benötigst du vom leeren Platz das Sitzkissen und darunterliegende Feuerzeug. Oh, Verzeihung. So, mit Escape kannst du die Flugsequenz abbrechen. Bei späteren Reisen wird sie automatisch übersprungen. Cool. Hätten wir das auch. Vielleicht beim ersten Mal. In den Höhlen erstmal Licht anmachen. Ach ja, Mensch. Hätte ich da nicht die Karte verbrannt. Aber das ist halt, ich meine, irgendwie, das ist auch wirklich gemein, weil man spielt ja so Adventures so, dass man einfach mal auch mal vorsichtshalber alles mit allem benutzt, um zu sehen, ob irgendwas passiert, ob sich was ergibt, ne? Ist eh ganz klar. Und das Spiel nutzt das heimtückisch aus. Wenn du alles mit allem benutzt, vernichtest du alles, was du brauchst. So, jetzt bin ich aber ein bisschen zu weit, ne? Die Höhlen können wir noch gar nicht. Zweiköpfiges Einhörnchen, was nun? Mit einigen Items kannst du es töten, aber das muss nicht sein. Das will ich auch gar nicht. Gib ihm einfach die Erdnüsse. Gib Erdnüsse zu zweiköpfiges Eichhörnchen. Es nahm die Erdnuss und verschwand. So, wir nehmen den Ast mit. Und wie war das? Benutzen wir jetzt den Ast, um da zu graben, oder wie? Ah, tatsächlich. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal in die Höhle. Was ist Vogelnest? Benutze Vogelnest mit Ast. Geschafft. Jetzt haben wir das Vogelnetz. Nest. Feuergrube. Benutze Vogelnest mit Feuergrube. Benutze Feuerzeug. Auf. Ja. Tada. Und jetzt benutzen wir unseren gelben Buntstift. Und zeichnen hier das Ankh-Symbol. Und kriegen unseren blauen Kristall. Ach so, genau, wir benutzen erst unsere Fernbedienung. So, jetzt schaue ich nochmal kurz. In der Höhle erstmal Licht anmachen. Nahe den Eingang altes Vogelnest an der Decke. Golfschläge einsammeln, gut. Lege Ast und Nest in die Feuergrube. Den Ast haben wir uns jetzt irgendwie gespart. Naja. Am Boden und zünde sie mit dem Feuerzeug an. Danach kannst du in der seltsamen Zeichnung die seltsame Zeichnung vervollständigen mit dem Buntstift herauskommen. Plötzlich Geheimtür, Raum, blauer Kristall, Sockel, Sensor, Fernbedienung. Nun fliegen wir wieder nach San Francisco. Okay.
viel Wege gibt's hier eh nicht. Von hier aus. Schwuppdidu! Ab nach San Francisco! Sehr gut. Öffnen wir die Tür. Und bringen den Kristall mal zur guten alten Annie. Benutze, nee, warte mal, gib, schätze ich mal. Oder warte, öffne. Öffne Schlitz. Genau. Und jetzt benutze... blauer Kristall auf Schlitz. Und jetzt will ich gehen, aber plötzlich... Hä? Moment mal. Sollte nicht Annie jetzt die Tür aufmachen? Ah ja, okay. Hey du, sagt sie. Wir sagen was? Und ich sag, ich bin jetzt du. Ich glaube, mehr als ihre Cashcard ist hier gar nicht, oder? Ich muss mal kurz schauen. Folgen, bla bla bla. Nun fliegen wir nach San Francisco, gehen zur Gesellschaft für Archäologie, stecken den Kristall in den Schlitz. Kurz darauf erscheint Annie, die ebenfalls von den Asiatischen geträumt hat. Bla 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 bla. Zack kann Annie nun das verbogene Messer und die Gitarre geben, genau. Damit sie ein bisschen mehr Geld kriegt. Und theoretisch den Ast, ne? Weil ich den nicht verbrannt habe. Vielleicht kann man den auch verkaufen. Gib ihr den Ast. Ich gebe ihr... ich gebe ihr die Gitarre. Nein. Und ich gebe ihr... gib Bücher. Nein, ich glaube, ich spinne. Gib Unterlagen zu Annie. Ah, ich muss, glaube ich, erst auswählen, was ich geben will. Okay. Verbogenes Messer. Gib verbogenes Messer zu Annie. So. Und Annie geht jetzt mit ihren neu gewonnenen Schätzen... Moment mal, nimm doch jetzt die Cashcard. Was ist denn los? Ins Pfandleihhaus, glaube ich. Nimm die Cashcard unter den Schlüssel. Leider hast du nicht so viel Geld wie Zack, also geh in den Laden. Gitarre und Messer verkaufen, sicherheitshalber. Und den Ast. Vielleicht nimmt er den Ast. Ich bin gespannt. Okay. So. Verkaufe verbogenes Messer. Ich kann es leider nicht überspringen. Nein. Ja, ich weiß schon. Er hält das für eine silberne Kunstskulptur und das ist lustig. Wir wissen es. Aber ich will das jetzt nicht nochmal sehen und lesen. Okay. So. Verkaufe Gitarre. $99 und verkaufe Ast. Damit kann er nichts anfangen. Na gut, dann behalt den Ast einfach als Souvenir. Okay, das hätten wir geschafft. Inzwischen sollte Zack den Briefkasten im Fanclub vorfinden. Ihr wisst schon, was ich meine. Gehen wir mal zum Briefkasten. Wo ist eigentlich unsere Nasenbrille? So, schon besser. Öffne Briefkasten.
Ja, ich benutze schon den kleinen Schlüssel. Und nimm Brief. Das ging schnell. Cool. Fanclub-Karte. Gut, das haben wir. Sammel sie ein und lass dann Zack und Annie gemeinsam zum Flughafen fahren. Zack fliegt nun nach London und von dort aus nach Kathmandu. Für die Auslandsreise musst du noch das Exit-Visa. Ach so, das war ein Kopierschutz, den haben wir aber hier bei der Good Old Games Version nicht. Das Exit-Visa. Dann holen wir noch schnell Annie und ich versuche diesmal, dass die wirklich gemeinsam fahren. Ich habe es beim letzten Mal irgendwie nicht hingekriegt, ne? Aber wurscht ist es ja auch. Klappt nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Nee, ich kann nicht einsteigen, ey. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch bekloppt. Naja, okay. Also gut, wir fliegen jetzt nach London. Und von London aus nach Kathmandu. Kathmandu. Auf und davon. In Kathmandu angekommen, muss Zack den Fahnenmast einsammeln. Dann landet er allerdings im Knast. Können wir nicht vorher irgendwie den Schlüssel klauen und uns selber befreien? Das wäre doch cool. Aber wahrscheinlich nicht, weil der nicht abgelenkt ist, ne? Nicht berühren. Ja, okay. Jetzt lauf, schnell. Schnell weg, dann werden wir nicht eingesperrt. Gehen wir zum Guru. Haltet den Dieb. Nein. Nein. Lauf. Verstecken wir uns hier im Heu. Na super. Soll hier offen sein? Ich habe das Gefühl, hier stimmt was nicht, oder? Ich habe wirklich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Nicht berühren. Ich meine, er hat jetzt unser ganzes Zeug, ne? Insofern ist es natürlich doof. Keine Bewegung. Rein da. Okay, der vergisst irgendwie die Tür abzuschließen. Das ist witzig. Aber gut, hilft uns jetzt auch nichts. So, deswegen wechseln wir jetzt zu Annie. Nein. 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 Wir haben keine Tröte mit Annie. Bitte sag mir nicht, dass wir jetzt schon wieder festhängen. Deswegen. Komm schon. Okay, wann war der letzte Save? Wann war das letzte Autospeichern? Ich habe nämlich lange nicht mehr gespeichert. Okay, Autosave, bevor wir zum Flughafen gegangen sind. Oh, dieses Spiel! Ich kann nicht mehr! Wahnsinn! Wie leicht man da hängen bleibt, ne? Aber so war das früher, da waren die noch nicht so nutzerfreundlich.
Hat man auch. Ich meine, das war ja Absicht auch, dass man diese Fallen einbaut. Oh, warte mal. Habe ich überhaupt schon den Fanclub-Brief mitgenommen hier? Ich glaube nämlich noch nicht. Den brauchen wir nämlich unbedingt. Das wäre ärgerlich gewesen, wenn ich den jetzt nicht dabei gehabt hätte. Aber Annie hat ihr Zeug schon verkauft, glaube ich, ne? Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, dass man gemeinsam fährt. Aber gut, Annie muss ja jetzt genauso fliegen wie ihr im Grunde, ne? Können wir auch erst mit ihr fliegen. Erst nach London. Was spricht eigentlich dagegen, dass sie gefangen wird und er rettet sie? Macht das nicht viel mehr Sinn? Das versuche ich jetzt mal. Da muss man nämlich gar nicht erst das Feuerzeug rumtauschen und so Sachen. Das macht doch irgendwie Sinn, oder? Finde ich. Na gut, jetzt bringen wir Zack noch schnell hierher. Und dann schauen wir mal. Ist das nicht irgendwie bizarr? Stellt euch mal vor. Ich meine, der Busfahrer, der schläft da quasi dann für immer. Für den Rest seines Lebens schläft er da im Bus. Und macht nie wieder die Tür auf. Und verhungert im Schlaf und fängt an zu verfaulen. Alles nur, weil ihn niemand wachtrötet. Tja, so ist das. Ein total miserabler Flug später. Könnte man, du bist schon richtig, ne? Ja, ja. Okay. So, das hätten wir geschafft. Na dann, Leute, machen wir mal Schluss für hier, für heute. Speichern, speichern, speichern. Keine Ahnung. Und beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Macht's gut. Bis dann. Ciao.